Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Knock Knock. Wir sind wieder in unserem Haus. Suchen die Zeit, damit wir in den Wald kommen. Der Strich da oben ist weg. Dafür ist unser Freund wieder da. Unser ständiger Begleiter da draußen. Der auch immer nach dem Rechten sieht. Was du da siehst, ist nicht... ist nicht wirklich nichts. Habe ich das richtig gelesen? Ich habe versehentlich drauf gedrückt, tut mir leid. Oder ist wirklich nichts? Man weiß es nicht. Ich frage mich, ob er das ist, der da immer so klopft. Also der Große vor der Tür, der da. Der da hinten. Der Hoshi. Wir dürfen gehen, sagt er. Machen wir mal, guck mal, die Tür ist offen. Der Riss ist wieder da. Nee, wir gehen direkt rein. Ich habe keinen Bock mehr, durch den Wald zu irren. What the fuck? Oh, hier ist jetzt nichts Neues aufgetaucht. Okay, die nächste Herausforderung, meine lieben Freunde. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Riss da oben zu bedeuten hat. Aber bestimmt nichts Gutes. Wir wollen mal sehen, dass wir uns ein bisschen beeilen wieder. Wir machen erstmal überall Licht an, bevor wir die Räume aufdecken. Denn auch das ist eine Art Trigger, will ich jetzt einfach mal so sagen, der uns zeigt, wo sich der Feind gerade befindet. Das geht da oben ganz schön schnell weg. Ach, nicht schon wieder. Wo bist denn du? Oben auf dem Dachboden? Ich such gleich. Ja? Da links. Kein Ding, bin gleich da. Warte, ich mache hier nur kurz Licht an. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn wir sie finden und anrempeln. What the fuck? Habt ihr das Gesicht gesehen? So viel zum Thema, ist was Gutes. Das hier ist was Gutes. So, wir sind auf dem Wege. Unten rechts ist was getriggert. Machen wir die Augen wieder zu. Ich finde das immer doof, dass das genau dann getriggert wird, wenn ich versuche, Räume aufzudecken. Und dann muss ich wieder von vorne beginnen. Ist hier was drin? Nein. Okay. Ist hier was drin? Nein. Hier ist noch was. Oh, eine Ruhe. Ja. Ich mache hier wieder die Tür auf. Ist nichts. Doch, doch. Ist noch. Stay where you wait. Mach ich. Manchmal kann man der Stimme ja vielleicht vertrauen. Aber nur manchmal. Ist hier was drin? Nein. Ich will echt wissen, was dieser komische Strich da oben zu bedeuten hat, ne? Wait. Be still. Der da oben gerade verschwindet. Du kannst mich mal. Stay where you are.
was Großes. Do not. Leck mich. Ich mache jetzt Licht an. Stay where you are. And now I'm home. No need. Hoch, 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 hoch. Wait. Be still. And now I'm home. Er ist wieder unterwegs, ne? Der kleine Hoshi, ey. It is hot in here. Are Wait. You running a fever? Can you hear me coming? Nein, kann ich nicht. Du Sack. Hab ich's geschafft? Ich warte jetzt hier. Sonst gehe ich schnell runter. Alter! Da war der in meinem Raum. Und da war doch gar keine Treppe. Der hätte doch im Vorraum schon das Licht ausmachen müssen. Das sind jetzt so Viecher, die nicht mehr in jedem Raum das Licht kaputt machen, sondern nur in dem Raum, in dem du gerade bist. Also macht das manchmal Sinn, auch bestimmte Räume dunkel zu lassen. Wie zum Beispiel Räume mit Treppen. So, dass man sieht, wenn jemand hochkommt. Weiter geht es. Wir spielen Umsiedlung. Es ist ein Wünsch-dir-was-Spiel. Es geht so. Wenn es einer geschafft hat, eine Stunde vor Sonnenaufgang aufzuwachen, dann sollte diese Person sich in seinen Gedanken zum Lebendigen erklären. Bei Sonnenaufgang sollte das Lebendige von der verschlossenen Tür stehen und laut sagen, die Stunde ist gekommen, es ist Zeit, mich zum Gehen bereit zu machen. Wenn die Tür verschlossen bleibt, hat er gewonnen. Wenn nicht, ist diese Person nicht länger der Lebendige. Alter. Voll durch. Ja, wie immer, könnt ihr gerne mal probieren. Ist ein bisschen durch. Ich sage erstmal, macht es gut. Bis zur nächsten Runde. Bei Knock Knock. Oh, das war eine recht kurze Folge heute. Das ging ja recht flink, aber ich gehe mal davon aus, es kann auch wieder länger dauern. War auf jeden Fall wieder ganz schön knapp. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.